Diesen Himmel da oben siehst du. Ja, das ist normal. Bei der Kamera muss das aus. Kommst du mit raus? Ja, das ist da oben diese Wolkenformation, was das ist, Asperatuswolken. Ja, ich bin jetzt extra rausgegangen, das war ja mein Glück gewesen. Oh, die ziehen sich Mammutuswolken. Na, Scheibenkleister. Scheibenhonig. Komm mal hier bitte. Muss schon hinter mir stehen, dann kannst du gucken. Küchenfenster gehen die schon bis dahin oder was? Meine Küche auch sowas zu sehen? Ja. Ernsthaft? Ja. Das könnten aber auch Asperatuswolken sein. Das ist nicht unbedingt diese Mammutuswolken, was das sind. Ne? Da war nur einer mit dem Korb reingegangen in der Wohnung, im Haus. Ja. Dann war das nicht. Da hinten über Österreich ist blauer Himmel, guck mal. Cool, ne? Wenn das eine ganz große Decke ist, dann weiß ich nicht, wie ich das aufnehmen kann. Ja, ohne Brille habe ich die halt nicht erkannt, ne? Das ist, scheiße ist das. Du guckst hoch und siehst ohne Brille gar nichts da oben, ne? Aber die kam, waren die vorhin schon da? Warum hast du nichts gesagt? Hab ich Bevor vergessen. ich die Anna. Nee, die waren vorhin noch gar nicht. Da Nee, war so ich eine. hab das Da geguckt. hat, das war doch ein Pissen gewesen. Am Regnen. Ja, Ja, ich meine, es ist dann nur am Regnen gewesen vorhin. Aber hier, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal schnell. Die deuten darauf hin, dass es heute Nacht wieder Gewitter gibt. Diese Wolkenmuster. Diese Asperatuswolken. Siehst du das? Guck dir das mal an. Krass, ey. Asperatus, das habe ich im Internet nachgeforscht. Die heißen nicht Mammutus, die heißen Asperatus. Ja, worauf der Name Asperatus drunter fällt, weiß ich nicht. Aber es ist eine ganz große Wolkendecke. Da links ist es ganz schwer. Die ziehen Richtung Osten. Da müsste der Wind von da kommen. Der kommt auch von da. Noch mehr. Und dann müsste das nächste Gewitter von rechts Ja. kommen. Da. Genau da Ja. vorne. Ach so, nicht schlecht. Das ist eine Stratos. Ja, das da von rechts sind Regenwolken oder Gewitterwolken. Das kannst du aussuchen. Was ist das? Du rollst auf Ex, ne? Das muss ich jetzt mal Unten stehen machen. zwei Jackpots, Autos. Ja, nee, der eine fährt mir. Der eine ist Besuch, der wohnt nicht hier. Ne, der wohnt nicht hier. Wenn die nur Zucker brauchen. Der mit der Lederjacke wohnt nicht hier, der ist Besuch. Der hat nur kurz was abgelassen hier. Aber das ist eigentlich. Aber mich stört das nicht. Gut, soll ich dir mal was sagen? Die haben mich ja ohne Brille gekannt, die Leute hier, ne? Es sind ja schon, sag ich dir mal was, die Wahrheit. Da kann ich nur drüber lachen, weil die das nur aus Langeweile haben, weil die zu faul sind, selber eine Brille zu tragen, hier die Leute, ne? Da wird schon über mich hergezogen, weil ich eine Brille trage, ne? Da hat letztens ein Kind gesagt gehabt, da oben ist eine Brillenschlange. Warum? Ich gebe doch da nichts für. Juckt mich nicht. Hast du Ey. früher zu mir auch gesagt, ja? Nein, das kann auch dich gemeint haben, weil du im Aufnehmen warst, ne? Ich habe auch genommen. Du. Aber komisch, die Kinder kenne ich doch mit Brille, die kannten mich mit ohne Brille. Nein, das ist jetzt für die Leute hier neu. Jetzt haben sie ein Hobby gefunden. Ne? Da kann ich nur drüber lachen über die hier. Nachts 0:15 Uhr.
Kommst du mit, Mama? Komm her. Hätte ich was reingepostet, was nicht stimmt, Video oder sowas, was das stimmt. Ja. Hier, da, guck mal her, das sind die hier sind die meist Asperates. Siehst du das? Ja. Gerade bei hier, die scheiß Ecke hier, die hasse ich wie die Pest. Wieso, der weiße Humpelhub, oh, guck mal, da oben ist ein Wanderfalke. Wieso, der weiße Humpelhub hat mir nichts getan, aber guck mal. Guck dir das mal an, ey. Sowas kennt man ja gar nicht, ne, diese Wolkenformation. Asperatus. Geh mal, google mal danach, was Asperatus sind. Da willst du einen Schrecken kriegen. Stand groß im Internet drin. Asperatus, Wolkenformationen sind die schrecklichsten Wolkenformationen, die es gibt. Haben gruseliges Aussehen. Monströses. Ach ja. Hier gibt es Leute, die machen dauernd Streit. Da kann ich auch drüber lachen, wenn ich Streit von den Leuten hier. Ja. Wenn man schon über sowas lacht, da kann man auch über sowas in definitiv auch in dem Sinne auch lachen, über den Streit von den Leuten. Und von den Nachbarn, Nachbarschaftsstreit. Ist das so? Heute lache ich über alles. Über die Wolken da oben sowieso. Die sehen so schrecklich aus, tut mir leid, dass ich das sage, die sehen hässlich aus, die Wolken. Solche hässlichen Wolken habe ich noch nie gesehen. Asperatus. Von Asperatus, die schrecklichsten Wolkenformationen, die es gibt, so hässlich aussehen. Und von rechts braucht sich ein hässliches Regenwetter oder Gewitter. Kannst du aussuchen. Und ganz weit rechts ist blauer Himmel, komm mal schnell. Nein, komm mal schnell. Nur ein Streifen ist das. So witzig ist das da oben, echt mit der Wolkenmuster. Zick, zack. Richtig. Und die sind jetzt draußen zu sehen. Ja, komm mal her. Die sind jetzt draußen zu sehen. Richtig. 100 Punkte für die Kandidatin Edeltraud Kintscher. 100 Punkte für dich, Kandidatin Edeltraud Kintscher. Hurra, Bing, Bingo. Hey, Bingo, komm her. Ja, es gibt wirklich ja, das sind die. Es gibt wirklich eine Serie mit Bingo, ne? Also so ein Außerirdischer, der Bingo heißt, ja, ne? Mit Rot dabei kenne, ja, ich gar doch nicht. Das war gerade, das waren die. Die sind hier, die Wolken. Ja. Bei mir. Ja, ja, ja. Ja, bleibt doch mit raus. Wir gucken uns die Asperatus da an. Okay, gucken, ich aufladen mein Handy. Was die Leute hier erzählen, kann man schon drüber lachen. Ja, ne? Und dass die Leute mit Behinderten nicht umgehen können, können wir auch drüber lachen. Da gehen welche mit Hunden. Oh cool, die Mira hat einen Freund. Die Hündin. Ja, dann mach doch. Mir gefällt die Godzilla. Das Mädchen, ne? Es gibt die. Der blauen Zacken ist doch ein Junge, ne? Ja. Richtig? Ja. Meine ich ja, denn der blauen Zäckchen ist ein Junge. Ich habe immer geschrieben Mammatuswolken, aber dann füllt ihr ein Asperatus. Wie kann ich jetzt die anderen Videos mit Mammatuswolken auch ändern? Ja, weiß ich nicht. Warte mal, reinschreiben Mammatuswolken-Information und dann kriegt man das schon oder was? Ja. Gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Erstmal für den Trick hier. Ich guck mal unten nach Kosten. Wartest du mal bitte ab, ja, bis ich fertig bin? Ja. Das dauert. Die Asperatus-Wolkendecke ist riesengroß. Du bleibst erstmal hier und guckst das bitte an. Das ist interessant da oben.
als ob der Gott mit uns reden würde. Als ob die Engel was sagen wollen, dass es ein Gewitter. Hier, die Streifen da, sind das auch Asperatos? Ja, Asperatas heißen die. Da hinten? Asperatas. Willst du mich verlecken? Nein. Wie? Verarsch, meinte ich, das sind die Streifen da. Na, ich geh mal eben runter. Guck mal hier, ja? Meine Güte. Asperatus hier, Asperatus da. Asperatus überall. Och, da war wieder ein Streit gewesen. Lustig. Mein Streit kann man sowas von drüber lachen. Schon lustig, was die Leute hier machen. Ein Vogel da ja. Ja, Musik muss ich leider ausmachen. Krass, ey. Das ist ein Krach. Sehe ich doch keinen. Boah. Und die kommen vom Küchenfenster. Was soll vom Küchenfenster tick-tackeln? Das zu erzählen oder was? Echt, ey. Muss man schon vom Küchenfenster hingehen und das zu machen. Da. Asperatus, 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 hinten rechts Streifen, Asperatus, Streifenhörnchen. Asperatus und Regenfront, Regenfront, Gewitter, 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 Regen, das ist echt Front. Die ganze Zeit höre ich Stimme, aber ich sehe keinen Arsch. Da sehe ich auch keine Kinder, sonst gar nicht. Ein bisschen komisch.
Mom! Darf ich dich was fragen? Du hast so Asparagus-Wolken gelesen, ne? Hm. Bedeutet die auch Gewitter? Ja. Aha, sind das die wie Mammatus-Wolken? Nein. Ganz ähnlich? Aber woanders. Ja, das verstehe ich. Dankeschön für die Information nochmal. Das ist gut von dir. Ja. Da, wo ich bin. Da, wo ich bin, Mama. Hier. Ja, gleich. Hey, meine Freund ist wieder da, die Amsel. Ja, ah, ich hab die gestern vermisst. Was? Was? Das sind Pilze, sagt der Sika, der extra recherchiert für sich im Internet. Innen drin, in den Blättern? In den Blättern sind die Pilze, ja. Innen drin oder außen? Innen. Ja, der geht kaputt, den ganzen Schrotten. Ja, dann schmeiß sie bitte weg. Dankeschön. Mm-hmm.